funky ass bassline. Yo, was geht? Wir sind zurück bei Skyrim und wir haben natürlich in der letzten Folge schon den Schlüssel gestohlen. Jetzt gehen wir gemütlich in seine Gemächer, haben eigentlich kein Problem damit. Die Wachen, die sind ganz cool drauf, die haben uns zwar... Moment! Halt, was? Das Dwemer-Museum darf ohne Erlaubnis des Hofzauberers nicht betreten werden. Warum darf ich nicht hinein? Wer ist der Hofzauberer? Dwemer-Museum? Das bedeutet Zwergenmuseum. Das verschollene Volk, das diese Stadt gebaut hat. Wollt ihr mehr darüber wissen? Dann fragt Kalzelmo. Ihr findet ihn normalerweise vor den Ruinen. Einfach den Tunnel herunter. Tja, haben wir ihn reingelegt. Den guten. Mit zwei Purzelbäumen. Den ein Kleinkind auch schon kann. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Was für eine Verschwendung. Da oben müssen ein Dutzend Männer sein. Ja, Kalzelmo hat seine gesamte... Weil jetzt wird's interessant. Er sagte, er bräuchte jeden einzelnen Mann, um seine Forschung zu beschützen. Wir gehen natürlich jetzt schnell vor. Wir müssen hier schnell durch. Weil je länger wir brauchen, desto besser können sie. Ist einer. So. Das Purzelbaum schlagen, das ist sehr gut für uns. Macht auch Spaß, so schnell einfach durch. Ah, automatisches Speichern, das ist perfekt. Jetzt wird halt... Oh Mann, ist das Gott. Zack, Eindringe werden sofort getötet. Wow, was habe ich jetzt getan? Da ist so ein scheiß Dwemer-Spinne. Die lassen wir lieber. Die sind ultra. Wo sind hier die? Da sind sie. Da können wir ein Ventil aktivieren. Ah ja. Da kommt jetzt hoffentlich nicht auf uns zu. Ne. Wir gehen hier im Kreis. Jetzt machen wir mal schnell die Standardkarte. Ja. Okay, bei uns wird aber... Okay, wir müssen da lang. Nein. Müssen wir den da aufmachen? Nö. So, jetzt. Wir müssen weiter. Könnte sein. Ach, die gehen da jetzt im Kreis die ganze Zeit. Ich hoffe, die kommen da nicht rein jetzt. Das wäre natürlich scheiße. So, da müssen wir vielleicht lang. Oder da, ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass wir einmal zack, einmal rum müssen. Aber das ist da hinten. Fuck. Zack. Experte. Also hier müssen wir nicht rein. Wow, wow, wow. Hart, knapp, knapp. Okay, der kämpft jetzt da schon. Soll mir recht sein. Ah, da ist jetzt offen. Da müssen wir zu. Der ist jetzt hoffentlich schwach genug. Brauchen wir gar nicht schwach genug. Zauberwächter. Ja, passt.
Jawohl. Haben wir auch seinen Laborschlüssel gleich. Und wir haben nichts gemacht. Ja gut, wir haben einen Stab gestohlen. Nein. Verdammt. Also muss ich jetzt außen rumlaufen. Das wird jetzt lustig, weil ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, wie, wo, was. Das geht da rüber. Jetzt aktivieren wir das einfach mal. Wow, wow, wow. Da ist auch noch was zum Aktivieren. Da ist überall was zum Aktivieren. Das machen wir einfach mal. Ah, okay. Gut zu wissen. Da ist auch was. Boah. Das juckt die gar nicht. Nö, überhaupt nicht. So, erstmal hier rein. Ach, das interessiert uns nicht. Die Küche. Ist interessant, dass da noch aktiv gearbeitet wird. So ein Museum. Naja. Da können wir natürlich einbrechen. Zack. Jetzt haben wir da Zwerge, Zwerge, Zwerge. Ach, interessiert mich nicht. Tollkirsche ist immer gut. Geschichte, okay. Dann müssen wir anscheinend wirklich durch die Experten-Tür. Die wo bewacht wird. Jetzt müssen wir die irgendwie weglocken. Also ich habe da hinten was übersehen. Jetzt haben sie uns gesehen. Oder auch nicht. Vorsichtshalber. Kommt näher, kommt näher. Das habe ich mir wohl und Einbildung. Ich bin ein Geist. Da ist nichts so Verstecktes. So müssen wir wirklich durch die Scheißtür. Wenn der da vorbei ist, Experte sollten wir eigentlich schaffen. Boah. Ich nenne mich mal einen Meisterdieb. Putzelbäume vor der Wind. Was glaubt ihr, was das ist? Vermutlich noch eine Falle. Die Lage ist gefährlich. Drei der Wachen starben, als die untere Halle letzte Woche sich mit Dampf füllte. Okay. Können wir da irgendwo was aktivieren? Wir müssen auch aufpassen wegen dem Scheiß. Und wenn wir Spinnen da. Ja, wir wollen aber auch nicht töten. Im Namen der Diebesgilde. Der dunklen Bruderschaft kommt's gerade recht. So. Eine Truhe, eine Meistertruhe. Jetzt können wir wieder ein bisschen spielen hier. Oh. Ich glaube jetzt hat kommen wir mal in den Punkt, wo wir ein paar tausend Dietriche ab. Jetzt muss ich mir mal in den Schneidersitz setzen hier. Dann geht's vielleicht einfach. Okay. Wir arbeiten uns jetzt einfach mal systematisch vor. Okay, da ist nix. Haben ja noch genug Dietriche. Ungefähre. Ja, habe ich nicht mal gedrückt. Na komm. Haben doch schon öfters Meisterdinger geöffnet. Ja, bei 30 hören wir auf. Haben wir uns jetzt ein Ziel gesetzt.
komm schon. Ja, keine Ahnung. Haben wir ein bisschen geskillt. Wo sind jetzt die zwei Schnuckelchen? Perfekt. Wir müssen hier lang. Und da ist schon auch gleich das Büro. Mhm. Nur wieso man das so tief ins Museum reinbaut? Wo es so gefährlich sein soll. Oh, 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 oh. Psst. Was soll das? Geht die nicht mehr weg? Gibt's vielleicht einen Hintereingang? Ah, perfekt. Die, glaube ich, sind overpowered hier. Dinger da. Ich will auch nicht gegen eins kämpfen. So. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um einmal abzuspeichern. Wir könnten jetzt... Da drehen wir einfach mal. Müssen wir uns beeilen. Wow. Beeilung. Naja, wir haben sie nicht getötet. Wir haben nur ein Ventil gedreht, wo ich gedacht habe, kommt kalte, frische Luft raus. War halt doch nicht so kalt und frisch. Eher heiß und stickig. So. Das ist eine Tortur in den Turm hoch. Jetzt müssen wir aufpassen, da sind bestimmt auch ein paar tausend Wachen oder was. Nicht mal eine Falle. So, hier können wir doch bestimmt hoch. Genau. Dir fehlen die nötigen Gegenstände, um eine Kopie der Inschrift anzufertigen. Nein, bringe, kopiere Inschriften auf. Aha. Wie? So, dann schauen wir mal. Ach, da kann ich ja nicht rumtun. Kopiere die Inschriften. Ich muss mir irgendetwas einfallen lassen, um die Information leichter transportierbar zu machen. Wir bräuchten dann anscheinend so Papyrus. Also eine Schriftrolle auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal da hoch. Naja. Papyrrolle, nehmen wir mal ein paar. Und Holzkohle. Holzkohle und noch ein bisschen Papyrrolle. Ja, genug. Wundertrunk dazu, der Holzkohle hat er genug. Geschichte und Kultur der Dwenmer. Das sind schon krasse, hochkomplizierte Zwergentechnologie. Bis jetzt haben wir ja bloß einen Soldaten, glaube ich, auf dem Gewissen. Aber wie gesagt, wir wollten ja nicht, dass der verbrennt, sondern frische Luft bekommt. Unfälle wie dieser passieren nicht einfach so. Jemand versucht, die Forschung meines Onkels zu sabotieren. Ich... Oh, in Ordnung. Wenn es einen Dieb gibt, wird er diesen Turm nicht lebend verlassen. Aber sollten wir nicht Meister Kalzhelmo darüber informieren? Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Können wir hier in den Tod springen? Kann man hier so eigentlich... Jawohl. Weltkarte. Kann man jetzt hier reisen?
Nein. Ah, ist von diesem Ort aus nicht möglich. Okay. Gibt's hier so eine... Nee. Hier kommen wir auch nicht runter. Das wäre natürlich geil gewesen. Was haben wir hier? Standard. Umgebungskarte. Kehre zu Entier zurück. Okay, gibt's da keinen so Schnellweg nach unten? Doch, gibt es. Ach du Scheiße. Ich will nicht sterben. Nein. Nein. Ach ja. Da ist schon einer gestorben. Ich sehe natürlich gar nichts. So. Karte. Jetzt Weltkarte. Warum man das ausgerechnet auf eine Steintafel meißelt? Die Übersetzung, das ist mir auch ein Rätsel. Aber naja, muss ja jeder selber wissen, wie er am besten arbeitet. Das ist zwar ein bisschen umständlich. Oh Gott. So, jetzt brauchen wir nicht mehr schleichen. Und dann schauen wir in ein frostiges Feuer mal rein. Was der uns so zu sagen hat. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr etwas essen oder trinken wollt. Ich. Hier, so, Keller. Ach. Wieder da, was? Und da. Wie ging es unserem Freund Karl Selmo? Damit sollten wir Gallus Tagebuch übersetzen können. Es wäre wohl unangemessen, euch zu fragen, wie ihr das bekommen habt. Also lasse ich es lieber. Ein Steinabrieb also. Seltsam. Ich hatte Notizen erwartet. Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich verstehe. Jetzt lasst mich einmal einen gründlichen Blick darauf werfen. Hier drüben bitte. Ganz schön schwarz. Das ist faszinierend, aber auch sehr beunruhigend. Es sieht so aus, als hätte Gallus schon monatelang Zweifel an Mercer Freys Loyalität gegenüber der Gilde gehabt. Gallus hatte begonnen, einen übermäßig üppigen Lebensstil und die Ausgabe großer Summen Goldes für Privatvergnügen aufzudecken. Steht in dem Tagebuch, woher sein Reichtum stammte? Ja, Gallus scheint sicher zu sein, dass Mercer unbemerkt Gelder aus der Schatzkammer der Gilde abgezogen hat. Sonst noch etwas, Entier? Irgendetwas über die Nachtigallen? Ja, hier ist es. Die letzten paar Seiten scheinen das Versagen der Nachtigallen zu beschreiben, wenn auch nur in groben Umrissen. Gallus erwähnt außerdem wiederholt seine feste Überzeugung, dass Mercer etwas entweiht hat, das man das Dämmergrab nennt. Die Schatten mögen uns schützen. Dann stimmt es also. Ich kenne das Dämmergrab nicht. Was ist das? Was hat Mercer Frey getan? Es tut mir leid, Entier. Das kann ich nicht sagen. Wichtig ist jetzt, dass wir eure Übersetzung sofort an die Gilde übermitteln. Lebt wohl, Entier. Er lebt wohl. Mir fehlen die Worte um. Schon gut, Kalia. Ihr braucht kein Wort zu sagen. Sprich mit Entier. Hört zu, ich will nur, dass die Gilde die Wahrheit erfährt. Sie haben Kalia respektiert und sie hat etwas Besseres verdient. Tut, was ihr könnt. Ihr tut mir damit einen persönlichen Gefallen. Seid bedankt, Entier. Wenn ihr je an der Akademie zugelassen werdet und Schwierigkeiten habt, gestohlene Waren loszuwerden, dann kommt mich besuchen. Natürlich. Ich habe gelegentlich schon mit fragwürdigen Gegenständen zu tun gehabt und ich werde sehen, was ich tun kann. Das ist schön. Wenn ihr mich noch einmal braucht, findet ihr mich in der Akademie. Alles klar. Wir müssen nach Rifton eilen, bevor Mercer der Gilde noch mehr schaden kann. In Gallus Tagebuch wird das Dämmergrab erwähnt. Ihr seid schon so weit gekommen. Da wird es nichts schaden, wenn ich das nicht länger vor euch geheim halte. Das Dämmergrab ist der Tempel von Nocturnal. Das ist der Ort, den die Nachtigallen geschworen haben, mit ihrem Leben zu verteidigen. Okay. Deshalb gerade diese Art des Schutzes.
Alles, was für Nocturnals Einfluss steht, befindet sich in den Mauern des Dämmergrabs. Jetzt hat Mercer offenbar seinen Eid gegenüber Nocturnal gebrochen und das besudelt, was er zu schützen geschworen hatte. Diebe und Tempel, das passt einfach nicht zusammen. Das habe ich auch gedacht, als Gallus mir zum ersten Mal davon erzählte. Ich glaube, mit der Zeit werdet ihr verstehen, was ich meine. Ich würde es besser verstehen, wenn alles weniger geheimnisvoll wäre. Als Nachtigall habe ich im Hinblick auf das Dämmergrab Verschwiegenheit geschworen. Ich weiß, dass die Gilde Vertrauen nicht gerade fördert, aber ich muss euch dennoch bitten, mir weiter zu vertrauen. Na schön, machen wir es vorerst auf eure Art. Ich gehe nach Rifton und erkunde die Lage. Vielleicht finde ich heraus, was Mercer vorhat. Wenn ihr soweit seid, trefft mich in der zersplitterten Flasche. Alles klar. Bis dahin möchte ich euch dies hier geben. Es hat Gallus gehört, aber ich glaube, unter diesen Umständen wäre er einverstanden. Ich werde sie gut einsetzen. Wenn die Gilde keine Vernunft annehmen will, dann müsst ihr das vielleicht... Klinge der Nachtigall hinzugefügt. Ah, nice. Oder seid ihr heute in eigener Sache hier? So. Es hat sich jetzt viel aufgetan. Wir haben jetzt eine neue Klinge. Ist die sehr stark? Ist die schwach? 17. Die ist besser als die. Was macht die? Hab sie mit 5 Gesundheitspunkte. Ah, cool. Favoriten hinzufügen und die kommen weg. Wir werden wirklich stärker. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr etwas essen oder trinken wollt. Dann gehen wir noch nach Himmelsrand. Und dann verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns morgen. Tschüssi.